Es hat am Samstagnachmittag oder gegen den Abend ein Gewitter gegeben, insbesondere hier über Großen Linden. Es muss wohl ein Blitzeinschlag gewesen sein, denn Zeugen haben Blitz und Donner in kurzer Zeitspanne gehört. Und dann ist wohl hier aus dem Dach auch Rauch aufgestiegen, wieder Aussage von Zeugen. Und dann wurde die Feuerwehr alarmiert. Wir sind nach der WM, also nach dem Deutschlandspiel, sind wir ein bisschen Roller gefahren. Dann haben wir schon so ein paar Wolken aufziehen sehen. Und dann sind wir hierher gefahren und haben lauter Feuerwehrautos vorbeifahren sehen. Das Ganze hat gedauert bis fast 10, fast 11 Uhr am Abend, bis die Feuerwehr melden konnte, es ist wahrscheinlich das Feuer aus, aber die letzten Feuerwehrfahrzeuge sind am Sonntagmorgen um 6 Uhr abgerückt. Und dann haben sie die Straße gesperrt, dann sind wir hier hinten in die Gasse rein, haben da weitergeguckt. Es waren etwa 120 bis 150 Feuerwehrleute hier im Einsatz. Das ist meine Grundschule und wir sind hier früher immer zum Turnen gegangen und wir hatten hier auch Fasching und haben da Faschingsauftritte mitgemacht und haben da auch getanzt. Es gibt einen Blitzableiter auf dem Anbau und es gibt einen Blitzableiter gegenüber auf der Schule. Und es war erstaunlich, kein Mensch kann es im Moment erklären, dass der Blitz hier eingeschlagen hat und nicht an dem höheren Teil, dem Anbau oder an der Schule, die noch höher ist. Furchtbar. Furchtbar. Ganz furchtbar. Die Halle war ein Herzstück des Vereins und die waren also alle dabei, wenn es galt, hier an der Halle was zu tun und zu arbeiten. Wir müssen jetzt abwarten, was die Brandsachverständigen feststellen, welche Mittel zur Verfügung stehen und selbstverständlich muss in Großen Linden wieder Hallenplatz geschaffen werden.